Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Coral Island. Ja, Hardy sieht glücklich aus, weil heute der erste Tag des Sommers ist. Wir gucken Wettervorhersage, sagt Regen. Oh, Regen? Warum Regen? Wir gucken, heute ist erster Tag des Sommers, da müssen wir erstmal Prognose injecten. Hier haben wir alles. Da haben wir alles. Hier haben wir alles. Da haben wir fast alles. Wir haben noch keine Menschengesicht-Stinkwanze? Ich bin schockiert. Also, ernsthaft. Da haben wir auch alles. Oh, hier ist noch eine Wolfsspinne. Oh, das klingt so, als wenn ich sowas in meinem Leben niemals sehen wollen würde. Hier haben wir auch... Das gibt's ja nicht. Alter, sind wir sind fleißig wie die Bienen. Wie die Bienen, sag ich euch. Wie die Bienen. So, da haben wir auch noch nicht alles. Da fehlt noch ein roter Seedrache. Hier haben wir alles. Da ist sowieso nichts. Typisch. Es fängt an. Erstmal niesen. So, jetzt aber. Okay, ein roter Seedrache fehlt uns noch. Okay, okay. Waldfluss. Das sieht aus, als ob wir alles haben. Ja. 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 Oh, hier, einen weißen Hai können wir angeln. Okay, 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 einen weißen Hai. Ne, natürlich, normal. Hier haben wir noch einen Babagain-Fisch. Babagain. Hier haben wir noch Tintenfisch und ein Hai. Und einen Papageienfisch. Okay, okay, okay. Wir werden heute eh nicht angeln, aber es war jetzt nur mal so, um ein kleines Update so zu tun, als wenn und ich Ahnung hätte und, ne. Wir haben allgemein sehr viel zu tun. Allgemein, allgemein. Also allgemein. Heute haben wir allgemein sehr viel zu tun, weil heute ist allgemein. Weißt du? Gut, dass wir darüber geredet haben. Zibbelizap. Einmal rufpullern. So. Einmal drauf. Was ist denn das hier? Wer hat denn hier diesen ganzen Müll auf mein Feld gemacht? Mensch. Gott, lass ich Müll auf euren Feld liegen? Nein, lass ich nicht. Weil ich nett bin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ich hatte es irgendwann bestimmt schon mal ausgerechnet, ne? Bestimmt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 4 sind... was? Ich bin... Oh Gott. Ernsthaft? 5 mal 4 ist gerade mein Problem? 20, Junge. Mann, ich bin krank. Immer noch. Ich weiß nicht, warum ich so eigenartig laufe. Ich bin krank, bitte. Ihr müsst da Mitleid mit mir haben. So, wartet mal ganz kurz. Ich kriege Hitzewallung. So. Glaube ich. Okay. Tiere rausbimmeln. Unsere Bäume sind alle tot. Die sind gestorben. Wir waren dabei, Streichler zu machen. Waren wir dabei? Ja, stimmt. Schrott fehlt. Ich entsinne mich. Schrott fehlt. Ja, jetzt wo ihr es sagt, ist es mir aufgefallen. Wir arbeiten aber dran. Das hier, warum habt ihr draußen nicht gegessen, ihr Hühner? Wo soll das? Wo du wollen? So. So, einmal alles lieb haben. Zack. Alles glücklich. Noch ein bisschen Ziegen. Mein Gott, was bin ich eigentlich so vollgemüllt? Was haben wir eigentlich das letzte Mal gemacht? Naja, wir haben geknutschert. Wir haben geknutschert. Stimmt, ich entsinne mich. Waren die Tiere alle nicht draußen? Ich glaube, das letzte Mal haben wir sie alle quasi vergessen, ne? Da haben wir sie, glaube ich, erst ganz spät rausgeklingelt.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da habe ich bestimmt erst andere Dinge gemacht. Ich weiß aber auch nicht mehr was. Bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht was. So. Atemberaubt. Okay. Habe hier keinen Platz. Aber wir müssen hier doch so oder so rein. So, und dann wollen wir gleich mal 200 Dinge kaufen. Die Maschine ist schon voll. Oh, sehe ich jetzt erst. Entschuldigung. Eigentlich hier sehen. Habe ich nicht gesehen. Dann wird es halt so verkauft. Ist ja auch real. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie Geldprobleme oder sowas haben. Das ist ja nicht so, dass wir Geldprobleme haben. Uns geht es gut. So, 440 Samen. Oder 20, wir zählen lieber so. Ach Quatsch, doch klar, muss ich an den Online-Shop. Wir machen das so, ne, ist einfacher. Okay, was haben wir denn da? Weizensamen. Das ist phänomenal. Nehmen wir ein Feld, eins. Die ignoriere ich erstmal. Wächst nach, also nehmen wir davon zwei Felder. Sowieso im Thema geht schneller, weißt du? Tomatensamen wächst nach. Warte mal, ich. Also nehmen wir davon auch zwei Felder. Ja, ja, Iris und. Können wir hier nicht irgendwas anbauen, was mir auch im Leben weiterhilft? Schau mal nicht. Können wir keinen Kaffee anbauen? Ist das noch nicht so weit? Ich weiß es nicht. Okay, Peperoni wächst auch nach, also. Davon nehme ich aber nur 24. 25 ist. Wenn ich das jetzt. Ja, war klar. Das war eine 50-prozentige Chance, welche Taste? Brombeeren. Erstmal 24, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Oh, Kaffee. Da haben wir doch Kaffee. 14. 15. 16. So, 16. Bezaubernd. Okay, ja. Was nehmen wir denn? Wir nehmen hiervon nochmal. Einfach, weil es so teuer ist. 17. 18. 19. Ach komm. 20. So, 1, 2, 3,
vier, fünf verschiedene Blumen. Fuck. Das sah aus wie eine Blume, Mann. Es sah nun mal aus wie eine Blume. Ich kann da doch auch nichts für. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also. Mathe? Ich glaube, jetzt haben wir es. Alter Finne, jetzt sind wir hier beschäftigt. Ist die erste Folge. Ihr wisst, wie lange das dauert. So. Vogel Piepmatz hat uns alles hier. Wie, mein Inventar ist voll. Vielleicht ist dein Inventar ja. Ja, mein Inventar ist voll. Gib ich zu. Gib ich zu. Inventar ist voll. Wird auch voll bleiben. Oh, da wollte ich hin. Herbst. Oh, wir haben sogar noch 8 Tomatensamen. Naja, verkackt. Egal. So, jetzt ist mein Inventar nicht voll. Fangen wir doch gleich hier bei den Blumen an. Schon gleich verkackt. Ach, da reden wir nicht drüber. Genauso wie ich mir nie merken kann, wie viele Dinger wir haben. Aber ich habe schon wieder recht gehabt. So. Zack, die sind angebatzt. Jetzt hier rüber. Der erste Tag ist immer voll mit Arbeit. Aber dermaßen voll mit Arbeit immer. Wenn du verrückt wärst. So, geile Melonen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, das sind Honigmelonen, die sind nicht lecker. Normale Wassermelonen, weißt du, bin jetzt hier nicht gerade der beste Freund von, aber. Mich gerade gar nicht erinnern, wann wir die Alte treffen sollen. Ich glaube 19 Uhr. Entschuldigung, ich war jetzt gerade so in meinem Kopf woanders plötzlich wieder. So, Kaffee braucht die Göttin. Wenn ich das nochmal sagen werde irgendwann. Dass wir noch irgendwas für die Göttin brauchen. Uiuiui. Ja, anbauen. Und sonst? Ne, wenn wir denn heute mit der Jungfrau reden, dann können wir ihr morgen einen Antrag machen. Wenn das denn bei Regen geht, aber ich finde, warum sollte es nicht gehen? Und dann hat sie gefälligst endlich mal Ja zu sagen. Wenn sie denn immer noch nicht Ja sagt, na, dann suche ich mir eine andere. Ganz ehrlich, dann nehme ich ihre Schwester. Und wenn die auch nicht Ja sagt, dann nehme ich die Mutti. Ist mir egal. Ich kenne da nichts. Oh. Der erste Tag. Fast geschafft. So, noch ein bisschen Sternfrüchtchen. Mein kleines Sternfrüchtchen.
Und nochmal das hier. Okraschoten oder was weiß ich, was das ist. Kennt doch keiner. So, alles vollgesamt. Sehr schön. Damit ist unser Soll erfüllt. Sogar wirklich, glaube ich. Ja. Keine Ahnung. So. Was ich nochmal ganz kurz mache. Ein automatischer Streichler. Der hat auch eine automatische Drühe. Alles automatisch hier in diesem Land. So. Zack. Ich setze sie da erstmal hin. Den Rest machen wir die Tage. So. Brauchen wir nur noch ein bisschen Schrott. Und dann haben wir alles glücklich. Guck mal hier. Guck mal hier, ihr Scheißers. Gönnt euch. Gönnt euch einen Streichler. So, dann brauchen wir da nicht ständig hinlatschen. So. Husch. So, ich gehe immer noch davon aus, dass es 19 Uhr ist, wo wir zu ihr sollen. Es geht hier ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich laufe hier immer noch traurig mit meinem Weddingring rum. Keiner will mich weddingen. So. Zack. Okay, ich würde sagen, wir tigern runter. Naja, der doofe Honig noch. Ja, 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 der Honig. Der Honig. So. Jetzt aber. So, jetzt aber. Jetzt tigern wir runter langsam zu ihr. Ich vermute mal, das ist wieder bis 24 Uhr. Ich weiß, das war bei ihr zu Hause. Und da gehen wir jetzt hin. Kannst du mich noch so sehr antröten? So. Lass mich durch, bitte. Nein! Ja, Event. Ja. Ja, genau das wollte ich. Ich komme wieder zum Essen. Natürlich komme ich zum Essen. Komm doch zum Abendessen zu uns, Case. Ah, wo kannst du sitzen? Oh ja, leiste uns noch Gesellschaft, Case. Wir können einen Sessel aus der Lobby für Case holen. Was meinst du, Alice? Lass mich es für dich holen. So red ich so. Lauf! Einen schönen Sessel. Nicht so einen neumodernischen Scheiß. Das ist ein Stuhl! Ich sollte einen Sessel kriegen. Alter, ehrlich, nee. Keine Sorge, hier gibt es keinen Wein. Deine Klamotten sind sicher. Das ist ja zum Heulen. Worüber lacht ihr beiden denn? Bei euch stimmt die Chemie einfach. Naja, hauptsächlich lachen wir über dich. Aber das wollen wir dir jetzt nicht ins Gesicht sagen. Das wäre sonst doof. Also vergiss es, was ich gesagt habe. Ja, wir sind so verliebt. So, die Alte werden wir dann morgen mal einen Antrag machen. Ich weiß nicht, habe ich heute schon einen Antrag? Wir machen das jetzt morgen. Wir werden jetzt morgen ihr den Heiratsantrag machen. Antrag. Wir werden ihr den Antrag machen. Ne? Die wird sich wundern, wenn wir ihr den Antrag machen. Hey, morgen, ne? Mach dich bereit. Ich weiß zwar nicht, wofür du dich bereit machen sollst, aber mach dich bereit. Das klingt eigenartig, wenn ich dir das sage, aber mach dich bereit. Ich habe vergessen, wo ich angeln wollte. Ist das gut?
wollte bestimmt hier angeln. Garantiert wollte ich hier angeln. Definitiv wollte ich hier angeln. Wir nutzen doch schnell mal die Zeit und angeln. Hier gibt es noch Fische, die wir fangen sollen. Sollen. Komm her hier. Schlups. Okay, gleich ein böser Fisch. Das muss eine Makrele sein. Nein, jetzt gibt es ja keine Makrelen mehr. Wir sind, glaube ich, aus der Makrelenzeit raus, oder? Zackenborsch. Zackenborsch haben wir aber schon, ne? Ja. Wir sind leider aus der Makrelenzeit raus. Wir suchen jetzt irgendwelche anderen Fische, die ich der Meinung bin, dass die hier waren. Ich kann mich aber auch jetzt nicht mehr tausendprozentig dran erinnern. Es tut mir leid. Das ist ein Zackenbarsch. Der Zackenbarsch wird die Makrele. 2 Meter Zackenbarsch. Zackenbarsch. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das hier Meerarm war oder da unten beim Leuchtturm. Ich bin mir jetzt nicht mehr tausendprozentig sicher. Auf jeden Fall ein Zackenbarsch. 2,25 Meter. Die werden ja immer riesiger. 2,25 Meter ist fast so groß, wie ich bin. Fast. Ich bin größer. Fragt nicht. Ich bin größer. Und das sage ich nicht, um irgendetwas zu kompensieren. Ich bin größer. So, Zackenbarsch. Jetzt nervt ihr mich. 2,8 Meter. Alter, was ist denn los? Ich höre jetzt lieber auf. Nachher, weiß ich nicht, holen wir da so einen 20 Meter Zackenbarsch raus. Ich höre jetzt lieber auf. Nicht, dass da noch mehr. Dann war das bestimmt hier. Da wir da wirklich nur Zackenbärsche fangen. Wow, so viel Zeit an einem ersten Tag, das ist unmöglich. Dass das mal kommen wird. Krabbe. Zum Glück keine 2,5 Meter Krabbe. Glück gehabt. So leveln wir auch Angeln und ach, Ausreden und Gelaber. Ihr kennt's doch. Ein Rappi-Ampi-Bampi-Hai. Genau, den Rampi-Ampi-Bampi-Hai wollte ich haben. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch der Tintenfisch, wenn der noch um diese Uhrzeit zu fangen ist. Aber der Rampi-Bampi-Dampi-Hai, der war zu fangen. Ernsthaft, es gibt noch Makrelen? Ich dachte, Makrelen wären aus. Oh, Makrele. Oh, die verfolgen mich bis in den Tod. Ich merke das. Meine Nase ist völlig verstopft. Ihr merkt das. Na gut, einmal noch und dann hauen wir ab. Okay, Makrelen. Okay, ja, die Zeit der Makrelen ist gekommen. Dann ist die Zeit, dass ich abhaue, gekommen. Wenn jetzt hier alles voll makrelt. Gesehen, was für ein schneller Reflex das war? Den haben wir aber schon, ne? Aber den Rampi-Dampi-Dampi-Hai haben wir noch nicht. Schön. Haben wir wenigstens ein bisschen was erreicht in unserem Leben. Gut. Das. Dies. Jenes. Ja. Schrott fülle ich nochmal nach. Was wert der Ding. Na gut, ab ins Bett. Morgen wird geheiratet. Also bis der Antrag gemacht. Wann denn geheiratet wird, müssen wir sehen. Keine Ahnung, wie das abläuft. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich hoffe ja, dass sie dann wirklich irgendwann mal annimmt. Sonst werde ich wütend. So, fangen. Irgendwas, was viel Geld gibt. Nicht wirklich lohnenswert. Tierzucht, das übliche, viel Geld. Landwirtschaft, das übliche, viel Geld. Okay,
Ich verabschiede mich und morgen ist der große Antragstag. Ich bin gespannt. Bis morgen. Tschüss.